und blieb's im Minder hier. Victoria, mi Herr. Also für mich fühlt sich das sehr, sehr, sehr gut an. Vor allem das erste Spiel gegen Mannheim war für mich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, so jetzt bin ich beim ersten Schritt da, wo ich hin wollte, in die dritte Liga. Bin sehr, sehr froh über die Chance hier und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Vor allem auch das Spiel gegen meinen Ex-Verein bei 1860 hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder zurückzukommen und leider war das Ergebnis nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über die ersten Spiele. Ja, ich ist ein alter Kumpel, der das geschrieben hat und nein, bin ich nicht mehr. Man wird ja auch erwachsener und ein bisschen reifer. Ich versuche mich so professionell wie möglich zu verhalten und gebe mein Bestes jeden Tag besser und ja, mich weiterzubringen einfach hier bei der Victoria. Ja, eher nicht. Also ich hätte schon gern ein paar mehr Punkte in Sachen Schnelligkeit und Physis, weil ich denke, dass das auch meine Stärken sind und ich versuche auf jeden Fall durch vielleicht kommende Spiele oder auch die kommenden Jahre hier bei der Victoria dann meine FIFA 20 Bewertung weiter nach oben zu bringen. Ja, ich denke, derjenige, der das gefragt hatte, Jake, der möchte gerne hören, dass er das war und ich denke, da kann man auch sagen, dass er das war. Kennt sich sehr gut mit Musik aus, vor allem was R&B und Rap angeht und er war schon immer witzig. Boah, schwere Frage. Gab viele sehr, sehr schöne Momente dort, aber ich denke, am meisten habe ich es genossen mit meinen Internatskollegen. Abends hatten wir vor dem Internat so einen kleinen Bolzplatz, da nochmal vor allem im Sommer zu spielen mit den Jungs, das hat schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also sehr, sehr viele nennen mich Funky, aber der Mart, der erfindet so gefühlt jeden Tag einen neuen Spitznamen für mich. Vor allem was mein Vornamen Jan, wie mich hier viele nennen, angeht. Ja, von Marcel Jansen bis Carsten Janka, da gibt's alles und wir ziehen uns da mal ein bisschen hoch und es ist ganz witzig. Mein Idol ist mein Vater, auf jeden Fall, weil er ein absolutes Vorbild in jedem Lebensbereich für mich ist. Fußballerisch würde ich sagen, dass mein Vorbild Cristiano Ronaldo ist, auch wenn es nicht meine Position ist. Einfach aus dem Grund, weil seine Arbeitsmoral und seine professionelle Einstellung für mich schon vorbildlich sind. Ja, sehr oft. Es war eine sehr, sehr schöne und lehrreiche Zeit. Ich habe dort viele Freunde gewonnen. Vor allem Freunde, die mich jetzt auch hier schon in Köln bei der Victoria besucht haben und mit mir das Spiel dann angeschaut haben und mir ein bisschen Zeit verbracht haben. Also es sind so sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich auch viel Zeit verbracht habe. Also ich bin sehr, sehr glücklich hier. Es ist eine super schöne Stadt, Köln. Viele nette Menschen. Ich wurde hier super aufgenommen. Ich bin sehr glücklich hier über die Chance, die ich bekommen habe, in der dritten Liga zu spielen. Meine Mannschaftskameraden sind auch super, bringen mich jeden Tag weiter, versuchen mir als junger Spieler auf meinem Weg zu helfen und mich jeden Tag wachsen zu lassen. Ja, dann kann ich natürlich die Gegenfrage bringen, warum kannst du mit links nicht schießen, André? Aber ich würde sagen, gehst du mit mir mal nach dem Training auf den Platz, schnappen wir uns auf den Mesi und dann üben wir mal ein bisschen. Also ich habe mit 4 bzw. 5 Jahren angefangen im Verein Fußball zu spielen. Das war bei meinem Heimatverein SV Gernrode als kleiner Bambini. Und ja, seitdem spiele ich jetzt im Prinzip seit 15 Jahren Fußball und habe mich auch von den kleinsten Ligen versucht immer weiter hochzuarbeiten und mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Fußball ist meine Leidenschaft und das war auch der einzige Grund, warum ich meinen Traum nie aufgegeben habe. In meiner Freizeit, verbringe ich sehr gerne mit Freunden. Ich spiele gerne PlayStation.
Vor allem die neuen Spiele, die so jetzt auf dem Markt sind, wie FIFA oder auch mal Call of Duty, um sich mal abzureagieren. Und ansonsten gehe ich gerne gut essen, auch mit Freunden. Und ja, ich verbringe einfach gern viel Zeit mit Mannschaftskollegen und auch Freunden aus der Heimat. Bitte? Auf meinem Jubelbild denke ich an vielleicht den Moment, an dem ich den guten Mart, meinen Mannschaftskollegen, zum Beispiel in FIFA oder in anderen Spielen auf der PlayStation besiege und mich dann sehr, sehr freue. Nein, auch vor allem denke ich an meinem Jubelbild, wie ich vielleicht irgendwann, demnächst, hoffentlich mein erstes Tor für die Viktoria schieße und das dann mit meinen Mannschaftskollegen auch feiern kann. Vor allem auch hoffentlich dann mit einem Sieg. Ja, als junger Spieler in einer neuen Stadt ist es erstmal nie leicht, sich da einzugewöhnen. Und ich muss halt auch erstmal lernen, auf diesem Niveau mich zurechtzufinden. Zum Glück hatte ich da wirklich viele Leute, die hier in dem Verein, die mich unterstützt haben, mich versucht haben weiterzubringen und nicht aufzugeben, sondern an meine Chance zu glauben. Und ich bin sehr froh, dass ich die Chance dann auch bekommen habe. Ist mir im Prinzip egal. Ich mag persönlich mehr die Viererkette, weil da die Position des Außenverteidigers halt klarer dargestellt ist. Aber letztendlich entscheidet der Trainer, welches System wir spielen, und da muss man sich einfach als Spieler drauf einstellen. Also, welcher Verein mir noch gefällt, ist, ich spiele hier bei der Viktoria, das ist natürlich die Nummer 1. Weltweit würde ich sagen, ist es der FC Liverpool, weil ich wirklich den Jürgen Klopp als Trainer extrem gut finde und wäre ein Traum, mal da spielen zu dürfen irgendwann. Meine aktuelle Situation bewerte ich sehr, sehr gut, sehr positiv. Ich bin hier angekommen in der Stadt, bin angekommen bei den Menschen hier im Verein und auch außerhalb und freue mich einfach auf die kommenden Wochen. Und mit wem ich mich in der Mannschaft am besten verstehe, grundsätzlich verstehe ich mich mit allen erstmal sehr, sehr gut. Es ist eine super Mannschaft, viele gute Kollegen, charakterlich sind hier wirklich alle top. Am besten verstehe ich mich, denke ich, mit dem Mart. Deswegen, wir scherzen auch sehr viel auf und neben dem Platz. Er versucht mir auch viel beizubringen, hat ja doch schon ein paar Jahre mehr Profi-Erfahrung als ich. Und ich denke, dass ich jeden Tag versuche, mich an ihm auch ein bisschen zu orientieren und an ihm zu wachsen. Ja, habe ich. Also wenn ich in der Heimat bin und sich mal die Zeit ergibt, dann schaue ich schon mal ein Spiel von meinem Heimatverein. Ich bin auch ein sehr heimatverbundener Mensch und vor allem viele von meinen Kindergarten- und Grundschulfreunden spielen dort beim Verein und es ist dann cool, mal wieder ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Du bist zum Blitz im Minas, hier Victoria.